Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Platin. In der letzten Folge haben wir den siebten Orden so hart in den Arsch getreten. Das war richtig geil. So, leider hat sie uns ein bisschen viel gekrittet. Ich glaube, sie mochte uns nicht so sehr, wie ich sie mögen tue. Ja, Deutsch. Fängt schon gut an. Wie ich sie mögen tue, weil ich, wie gesagt, ich würde sie ja bang. 10 von 10. Ich habe off-screen, off-Aufnahmen, nicht in der Aufnahme, wie auch immer, wie man das im Deutschen nennt. Ich sag immer off-screen. Habe ich Panferno Feuersturm beigebracht. Das konnte ich dann in Schleide kaufen. Habe ich mich darüber ein bisschen schlau gemacht. Ich habe dafür Kratzer weggemacht. Ich wollte Flammrad wegmachen, aber ich habe dann gesehen, Feuersturm hat nur 5 Aufladungen. Dann dachte ich so, ey, Kratzer ist eh scheiße. Das macht einfach keinen Schaden mehr in Endgame. Weg damit. So, dann habe ich bei Luxtra Funkensprung für Donner weggemacht, denke ich, ist das Logischste. Im Prinzip Tackle, aber ich habe dann überlegt, 3 Donnerattacken. Vielleicht kann ich ja Tackle irgendwann nochmal gebrauchen, auch wenn es total für den Arsch ist, aber ja. So, dann zu Glaziola. Glaziola hatte ja Gümmelattacken. Im Prinzip hat gestern, beziehungsweise in der letzten Folge Biss gelernt. Heute habe ich Blizzard beigebracht, das habe ich auch gekauft und denke ich mal, ist eine richtig gute Attacke. Ja, so, und die Information, dass Flammwurf in Flori findbar ist, ist Fake News, muss ich dann auch herausstellen nach 10.000 Folgen, wo ich sie eigentlich schon, wie gesagt, vor 3 Millionen Folgen googeln wollte, beziehungsweise finden wollte, wie auch immer. Boah, der Schnee ist so tief, holy shit. Und dann habe ich es einfach mal gegoogelt und man kriegt es nur mit 10.000 Münzen, ich glaube auch in Schleide war das, ne? Der vierte Orden. Ich glaube. Man braucht auf jeden Fall 10.000 Münzen vom Spiel aus. Dann kann man das gegen Flammenwurf eintauschen. Und ja, das mache ich nicht. Hallo, du möchtest du einen hippen Spruch hören? Ja, nun gut. Der hippe Spruch lautet Tanz. Das ist total in, das zu sagen. Ah, alles klar. Leute, ihr wisst Bescheid. Tanz. Tanz, Tanz, Tanz. Gib mir bunte Scherben und ich bringe deinen Pokémon Attacken bei. Sollte ich ihnen Attacken beibringen? Oder soll ich ihnen... Weißt du, wo man soll ich denn Attacken lernen? Ich wäre für Roserade. Welche Attacke soll Roserade lernen? Schnarcher, Synthese, Sternschauer, Ende. Nichts. Gib mir bunte Scherben, bla bla bla. Ja, welches Pokémon soll ich deinen Attacken beibringen? Glaziola. Schnarcher, rechter Hand zu, Fluchtstern. What the fuck sind das für Gümmelattacken? So, welches Pokémon soll ich was beibringen? Panferno, einfach mal gucken. Okay, es sind immer nur die gleichen Attacken für den Arsch. Und der Fernseher läuft bei jedem im Haus 10.000 Stunden. Hier ist wahrscheinlich wieder Dieb. Aber ein Itemradar zeigt mir auch nichts an. Deswegen verstehe ich das. Ich verstehe dieses Itemradar einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Vielleicht hier. Nö, hier wurde mir auch nichts angezeigt. Nö. Okay, whatever. Scheiß drauf. Das Spiel können wir auch easy so durchspielen, das ist ja kein Problem. Du hast nicht zufällig ein Pokémon namens Meditalis? Nein, habe ich nicht. Heul nicht. Ich mag die Lebhaftigkeit und den Charme meines Manners, Mansions. Ich glaube Mansions hat er gesagt. So, oben müssen wir eigentlich nicht lang, also nördlich. Da kommen wir eh noch nicht vorbei, bin ich mir sicher. Neuauserwählte dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Ja, ja, war eh klar. Aber das Teil ist so... Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Hier wollte ich hin. So. Ach ja, für die Leute, die Pokémon und Digimon gucken, fühlt euch geehrt erstmal, ne? Ich grüße euch hiermit. Was ich aber sagen wollte ist, in Digimon kritte ich irgendwie alles weg. Ich kritte da so viel, ich kritte so hart. Ich wollte jetzt was sagen, aber das wäre jetzt wieder unangebracht und ich versuche mich ein bisschen zu zügeln. Obwohl ich eigentlich gerne meine Meinung offen preisgebe. So, ich nehme eigentlich kein Blatt vor den Mund, so kennt man mich auch, aber... Wisst ihr Leute, ich muss jetzt mal Real Talk machen, tut mir leid, mal wieder. Auch wenn mir darauf keiner antworten wird, ich bin mir dazu 100% sicher, keiner wird darauf antworten, weil ich habe bis jetzt auch noch nicht mal in einem einzigen Video eine Frage des... Also die Frage des Tages eine Antwort gehabt oder jemand hat darauf geantwortet. Ich weiß nicht warum. Alle sagen sie mir, die Frage des Tages ist eine super Idee. Yay, das ist voll cool und das Overlay finde ich geil. Ja, gut. Um Flottball.
Davon haben wir 10. What? Davon haben wir 10? Egal, jetzt haben wir 20. Ja, also alle finden das irgendwie cool, außer den schwarzen Hintergrund. Ich weiß, den schwarzen Hintergrund, den finde ich auch ein bisschen lame, aber mir fiel in dem Moment nichts ein. Und das ist mein allererstes offizielles, richtiges Overlay, wo ich mir auch richtig Mühe gegeben habe. Und ich glaube, das ist für das allererste Overlay schon richtig gut. Ich bin ja zwischendurch auch noch auf anderen Channels die Pokémon aufnehmen. Und da sind die Overlays eher weniger gut, sag ich mal. Ich will niemanden dissen oder so. Es halt, ich bin auch nicht gut, was Bilderbearbeitung angeht. Ich würde sagen, mittelmäßig. Ich benutze halt auch noch GIMP und kein Photoshop. Also bin ich da auch noch ein bisschen limitiert. Aber ich finde, die Ergebnisse, die ich da rauskriege, auch von den Thumbnails her, sind okay. Ich persönlich würde es eine maximal 6 von 10 geben, was meine Thumbnails und meine Overlays und so angeht. Maximal. Aber das kommt alles mit der Zeit. So, und irgendetwas wollte ich jetzt gerade... Genau, Real Talk wollte ich machen. Aber was? Ich labe einfach zu viel Scheiße zwischendurch. Irgendwas wollte ich ansprechen. Warte mal. Das war Frage des Tages. Also, das war Vorfrage des Tages. Ach, genau, genau. Ja. Warum ich mich jetzt im Prinzip ein bisschen ändern will vom Typen her, ist, weil ich die Befürchtung habe, dass wie ich drauf bin, also dass ich wirklich, ich bin noch nicht mal Hardcore, das ist schon ich, aber manchmal bringe ich Witze, die so unter der Gürtellinie sind, so übertrieben krass sind, das ist nicht mehr normal. Es gibt da schon Stories, selbst bei mir auf der Arbeit duzen wir uns alle etc., egal ob Chef, Teamleiter, was auch immer. Und ich verstehe mich mit denen so richtig übertrieben gut. Und da habe ich schon so krasse Sprüche gedacht, wo ich dachte, boah, Alter, das war jetzt zu krass, ne? Weil ich einfach so drauf bin. Aber das war dann nicht zu krass, die haben dann auch gelacht und ja. Aber ich erzähle euch nicht, was das ist, weil das echt krass ist. Das ist echt krass, das sollte man eigentlich nicht sagen. Und jetzt nichts überkrasses, denkt ihr, interpretiert nicht zu viel hinein. So krass sind auch nicht, aber ich dachte... Für meine Position ist es zu krass, aber egal wie auch immer. Gary, Ausrufezeichen, damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic, bla bla bla. Und ja, ich habe dann ein paar Tage jetzt, wo ich die ganze Zeit eigentlich nur liege oder ein bisschen Splatoon 2 spiele oder was auch immer, mir Gedanken gemacht über meinen Channel mit der Abonnentenzahl und mit den Views etc. Dich kenne ich doch, wir haben uns in Ewignau getroffen, hör mal Team Galactic da etwas Größeres vor, zum Wohle aller... Damit solltest du uns in Ruhe lassen. Hör auf, über Pokémon oder andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Ja. Okay, und verschwende deine Zeit nicht damit, ins Hauptquartier nach Schleide zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, bla bla bla. Okay, wie auch immer. So, das lese ich jetzt nicht vor, weil ich eigentlich den Real Talk durchbringen möchte. Ich mache es so langsam, dass ihr es durchlesen könnt, vom Text her. Und zwar ist das Ganze so, ich habe mir einfach Gedanken über meinen Channel gemacht und die Verhältnisse von den Abozahlen und den Views mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen etc. Und wenn man mal überlegt, dass jedes Video ein Maximum, beziehungsweise nicht ein Maximum, ich würde einen Durchschnitt von 8 bis 10 Views hat, darüber vielleicht von 3-4 Videos ein Kommentar, bei 114 Abos mittlerweile wieder oder wieder 113, ich weiß nicht, ist einer abonniert, einer deabonniert, zwei abonnieren, zwei deabonnieren, einer abonniert, zwei deabonnieren. Ich raff hinter YouTube noch komplett gar nicht, was Abos angeht und wie auch immer. Aber ja, bei, sagen wir mal, 100 Abos jetzt im Prinzip, ein Durchschnitt von 8 bis 10 Views, das ist 90% ungefähr so, vielleicht ein bisschen mehr, weil je nachdem, wie viele Abos dazukommen etc. schauen einfach nicht meine Videos. Die haben mich einfach abonniert. Da frage ich mich, haben mich Bots abonniert? Haben mich Multi-Accounts abonniert? Einfach nur, um das zu pushen? Aber so viele Multi-Accounts zu machen oder was auch immer. Ich weiß es gerade nicht. Man muss sich wirklich anstrengen und entschlossen sein, bla bla bla. Das ist halt momentan das, was mich abfuckt. Ich speichere mal. Vielleicht ist da jetzt eine Höhle, wo ein Leggy ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das ist halt momentan, was mich abfuckt. Und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht so und habe auch andere YouTuber nochmal reingezogen, auch kleinere. Die 40, 60 Views, what? Warum kann ich keinen Surfer einsetzen? Habe ich keinen Surfer am Start?
Ja, ich habe keinen Surfer am Start. Dazu, Meryl ist nicht da und da oben rechts sehe ich schon irgendwie Schatten. Fuck. Mann, jetzt Azu Meryl rausholen und dann wieder einen Cut zu machen und so, darauf habe ich halt gar keinen Bock gerade. Und ja, mein Rechner eskaliert gerade wieder, ich sehe es einfach. Das könnte hardcore laggen. Ach Mann, ey, warum genau jetzt, wenn ich gerade was ansprechen will? Ich raff es einfach nicht, ey. Also, der beruhigt sich auch komplett gar nicht gerade. Das wird richtig laggen, also... Ach man, ey, dieser Rechner ist so für den Arsch, ohne Scheiße. Ich möchte einfach mit YouTube momentan aufhören und einfach warten, bis der neue Rechner da ist, weil das... Ich kann's nicht mehr, ich... Der bringt mich richtig zum Ausrasten. Wenn... Es ist unmöglich, sowas, Mann. Was ist denn los schon wieder, ey? Ey, soll ich denn mit 140p aufnehmen, oder was? Meine Fresse, manche Aufnahmen funktionieren einwandfrei, manche Aufnahmen nicht. Ich raff es einfach nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr mit diesem Toilettenrechner irgendwas zu tun haben. Der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Das ist, der lädt ja nicht mal. Aber er sagt, die ganze Codierung überlastet. Komplett. Die ganze Zeit, ich habe nichts umgestellt. Nichts. Ich habe nur Aufnahmen starten geklickt, wie sonst auch immer. Und er zeigt mir jetzt 24/7 Codierung überlastet dann. 24/7. Ich kann nichts machen. Ich kann da ja gegen nichts machen. Nichts. Selbst wenn ich runtergehe. Ihr habt die Videos ja... Die Leute, die meine Videos verfolgen, meine Pokémon-Episoden. Selbst da, wo ich 480p hatte oder was auch immer das war, ich weiß es nicht mehr, 520. Selbst da hat es manchmal geleckt. Ich raff es einfach komplett nicht mehr. Manchmal funktioniert es manchmal nicht mal. Ich weiß, Flame, dies, das, bla bla bla, wieder ein bisschen zu viel rumheulen, bla bla, das will keiner sehen, keiner hören. Aber was soll ich machen? Soll ich mich nicht beschweren oder was? Soll ich so einen auf YouTube und immer gute Laune und dies, das? So bin ich halt nicht, ne? Und so werde ich auch nicht sein. Und die Leute, die das nicht gefällt, ja, ciao. Es gibt 10.000 andere Leute, die Pokémon aufnehmen. So, fertig. Das einfach, muss jetzt gesagt werden. Ich bin gerade angepisst wie Scheiße. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich einen Real Talk machen und eure Meinung dazu hören, aber ja. Wie auch immer. Ich versuche jetzt mal da oben lang zu gehen und ich versuche jetzt einfach mal zurückzukommen auf die Scheiße, wo ich da unterbrochen habe durch meinen verfickten Kackrechner. Ja, so. Ja, also die Views, die passen halt komplett gar nicht, die Abonnenten passen halt komplett gar nicht und dann habe ich halt überlegt, liegt es vielleicht an mir, an meinem Style, wie ich rüberkomme oder so, keine Ahnung. Weil ich auch bei kleineren Channels gesammelt 40, 60 Abos oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst und da war schon wieder Codierung überlastet. Ich weiß nicht, was heute wieder mit meinem Rechner los ist, ich habe schon alles beendet am Prozessen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, kann ich nicht beantworten, tut mir leid. Ja, und bei kleineren Challenges, die 40, 60 Abos haben oder manche sogar nur 20 oder so, da gibt es sogar 10 Views, 10, 15, 20 Views oder so mit 4, 5 Kommentaren unter jedem Video. Das bringt mich halt so ein bisschen zum Nachdenken. Ob die Leute vielleicht... Also... Die Leute, die meine Streams verfolgt haben, die wissen Bescheid. Die Leute, die das bis jetzt hier gucken, ihr wisst, das sage ich euch jetzt. Ich habe eine bipolare Störung als Krankheit. Wenn ihr das nicht kennt, googelt es. Ich werde es nicht erklären. Das kann man irgendwann mal erklären. Ich werde mal Macholo austauschen. Ich muss das Overlay im Prinzip aktualisieren, aber ich mache es jetzt mal komplett gar nicht. Ich weiß eh nicht, was mit der Aufnahme abgeht. Das fuckt mich gerade alles ab. Es tut mir leid, Leute. Heute ist die Folgen... wie auch immer. Ja, und bei Leuten, die eine bipolare Störung haben, die trifft sowas härter einfach. Und die sind halt immer am Nachdenken und die ziehen halt immer alles ins Negative, bla bla bla. Und ja... Ist halt, wie bei den kleinen Channels, wie bereits gesagt, die haben mehr Views, weniger Abonnenten, mehr Kommentare, mehr Aktivität, sag ich mal. Und hier ist einfach komplett für den Arsch. Ja, und jetzt habe ich, ach Gott, ey, ich bin echt, ich bin so durch heute. Puh, vielleicht sollte ich die Folge einfach gleich beenden. Dann ist es zwar eine extrem kurze Folge, es tut mir leid, aber...
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ratlos. Mich fuckt es einfach ab. Kann man auch ein bisschen Real Talk jetzt dazu machen und bitte kein Mitleid. Ich hasse sowas. Aber immer, wenn ich irgendwas holen wollte im Leben, wenn ich mir was gönnen wollte, etc., ist irgendwas dazwischen gekommen. Und dann konnte ich es nicht. Ich wollte mir schon so lange einen neuen Rechner holen, ne? Müsst ihr mal überlegen, es ist 2017. Ich habe den Rechner, keine Ahnung, zu 1.6 Zeiten bekommen. Und seitdem habe ich den Dual-Core-Prozessor. Krass, oder? Also das ist richtig krass. Die Leute, die wissen, wie alt 1.6 ist und die das auch gezockt haben. Ja. Ich habe den ein paar Mal aufgerüstet, etc., wenn was nicht dazwischen gekommen ist. Wenn ich keinen Rückschlag wieder im Leben hatte. Ja, aber so richtig genügend Geld für einen kompletten neuen hat es nie gereicht, nie. Ja, und ich spare jetzt alles, wirklich alles Mögliche zusammen, aber irgendwie will das Leben nicht so. Es will mir einfach nichts gönnen, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich musste mich bis jetzt immer selbst durchkämpfen. Aber ja, es ist jetzt ein bisschen zu viel Emo-Talk und bla bla. Ich will niemanden runterziehen, bitte. Wenn euch das runterzieht, habe ich auch schon mal im Digimon-Video gesagt, macht einfach das Video aus, scheiß auf das Video. Whatever. Ja. Aber so ist das eben. Und ich wollte einfach nur mal mit dem YouTube-Channel ansprechen und ein paar andere Sachen ansprechen. Und dann wollte ich fröhlich weitermachen, Team Galactic klatschen. Wieder ein paar Statuswerte abkriegen, wieder Confuse Race abkriegen und natürlich wieder Crits abkriegen. Sonst wäre es ja keine Folge von Mimbo. Na. Das war jetzt wieder Hirn-Aids. Aber wie gesagt, ich mache jetzt einfach dafür keinen Cut. Dafür bin ich jetzt gerade viel zu mad, also viel zu sauer. Ich YOLO die Scheiße jetzt hier einfach und dann lassen wir es einfach mal für heute. Und jetzt auf einmal keine Codierung überlastet, komplett gar nicht, ne? So, und warum warst du dann wieder überlastet? Ich verstehe es nicht. Im Hintergrund hat er nichts gemacht, mein Computer, also mein Tower, speichert eine Menge Daten. Natürlich. Warum auch nicht? Wir haben jetzt 2 Minuten oder 5 Minuten gespielt oder so, aber speicher du mal wieder eine Menge Daten. Ach, die Folge ist so solid, ey, die ist krass, ne? Es tut mir einfach leid für euch, weil ich euch Quality-Content bieten will, ohne Lags. Es ist egal, welche Auflösung ich nehme zum Aufnehmen. Außer jetzt 140p oder so. Mit 140p wird dann wahrscheinlich alles flüssig laufen, aber weg, schaut sich 140p-Videos an. Keiner. Und hier ist auch schon wieder kein Leggy. Ja. Ach. Was auch immer. Voll umsonst ausgewechselt. Das Hold ist auf jeden Fall immer noch real bei mir. Das ist krass. Das ist richtig krass, ey. Oh, was ist denn hier? Ein Item. Level 40 Belief ist krass. Nicht schlecht vom Level her. Nicht schlecht, Herr Specht. Natürlich, und jetzt finden wir Blizzard, ne? Nachdem ich... Ach ja, das erinnert mich an so viele Situationen bei mir im Leben. An so viele Spiele oder im Real Life Sachen, wenn ich mir hole. Die ich mir dann kaufen wollte, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und dann ein paar Tage später oder genau noch am gleichen Tag kriege ich genau die gleichen Sachen geschenkt von irgendwen. Das ist mir schon so oft passiert. Ja. Egal, wie auch immer, scheiß drauf. Die Folge ist schon salty genug. Ich würde sagen, nach dem Kampf beende ich einfach die Folge. Eine komplette Abwahlfolge. Ich weiß nicht, ich bin sogar am Überlegen, ob ich die jetzt vielleicht nicht einfach wegnehme. Ist ja nichts wirklich passiert. Und dann auf Twitter poste, dass nichts geht. Oder ein anderes Video dazu poste. Naja. Ach ja. Das Hold ist real, Alter. Das Hold ist richtig real, Mann.
Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Er kann halt von der Codierung her nicht überlastet sein. Es geht einfach nicht. Weil manchmal funktioniert es, wenn alle Prozesse beendet sind, und manchmal nicht. Und im Hintergrund kann er nichts machen, weil ich alles ausgestellt habe, was ich im Hintergrund eigentlich aktivieren könnte irgendwann. Oder was unnötig noch Leistung verbraucht. Manuell natürlich, ne? Gibt ja so diese Comments, die man machen kann, versteckt und so, und dann alles deaktivieren kann. Naja, wie auch immer. Der Rechner ist einfach ein Troll, der ist einfach ein Hurensohn, ich sage es jetzt einfach, ist mir egal. Ja. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, würde mich echt freuen, wenn ihr mal auf diese Fragen antworten könntet mit, wie ich in Zukunft mit YouTube verbleiben soll, wie ihr eigentlich wie euch mein Commentary-Stil gefällt, ob ich so weitermachen soll, so wie ich bin und mich nicht verändern soll. Und vielleicht auch noch auf die Frage des Tages antworten oder so. Wäre mal cool, also. Ja, ne? Wie auch immer, das ist so eine Emo-Folge. Ich fühle mich gerade selbst schlagen. Ich hasse sowas. Egal. Leute, ich bin raus. Peace, Mann. Die Folge ist scheiße. Die Folge ist einfach scheiße. Ist einfach so. Wenn ihr die Dislike tut, verstehe ich vollkommen. Ist einfach so.